frei entnehmen, bietet dafür Sicherheit. Und man kann sehen, dass ihr im Kopf nicht mehr ganz richtig seid. Ich sage das, was ihr nicht hören wollt. Ihr könnt mir nicht den Mund verbieten. Von euch Spinnern lasse ich mich nicht unterkriegen. Ihr habt geheim verhandelt und ich protestiere laut. Wenn ich ehrlich bin, von Anfang an hab ich euch nie vertraut. Wie denn auch? Ihr zeigt mir lieber Dschungelcamps im TV. Ich bin kein Star, doch aus diesem Käfig will ich wieder raus. Auf meinen Wegen sehe ich täglich eure Gitterstäbe. Sie sind transparent, aber trotzdem laufe ich dagegen. Ihr wollt mich halten, doch mein Wille ist zu stark. Ich muss aufschreien, laut sein, die Stille ist mein Sarg. Ihr wollt uns gerne scannen und sperren. Wir freuen uns schon, euch kennenzulernen. Wir beben und wir brennen im Kern. Glaubt mir, wir werden uns wehren. Oh. Viva la Revolution, ey, was geht ab da? Ich leg euer Pipa-Popa jetzt ad acta. Ey, mach mal Platz da, ich hab meine Meinung. Die kommt frisch aus meinem Kopf und nicht aus eurer Zeitung. Viva la Revolution, ey, was geht ab da? Ich leg euer Pipa-Popa jetzt ad acta. Ey, mach mal Platz da, ich hab meine Meinung. Die kommt frisch aus meinem Kopf und nicht aus eurer Zeitung. Ihr wollt manipulieren und über meinen Geist bestimmen. Was ist mein Leben wert, wenn man mir die Freiheit nimmt? Ich will kein Sklave sein, schick die Daten. Hamburg. Folgt jetzt erstmal eine kurze technische Durchsage der Demoleitung. Wir werden jetzt gleich erstmal drei Reden hören. Einmal von Katha, vom Acker Vorrat, von Jan-Philipp Albrecht, Europaabgeordneter der von Bündnis 90 Die Grünen. Und von weg zwei von Karlsruhe und Südkirchhoff. Überregion von Stegen zur Mündigerstraße. Dort wird es am Vierthauptmannplatz eine Zwischenkundgebung geben mit weiteren zwei Reden. Um dann auf dem Parkplatz eine Schlusskundgebung abzuhalten. Ein kleines Wort zu den Masken, zu den Gay Corps Vendetta-Masken, die hier stark vertreten sind. Wir haben der Polizei erklärt, dass es sich bei diesen Masken nicht um eine Vermummung handelt, sondern um eine Meinungsäußerung. Die Polizei akzeptiert das. Wir dürfen diese Masken tragen. So. Es gibt aus anderen Städten vor allem die Gerüchte, dass sich auch Rechtsextreme an unseren Protesten beteiligen wollen. Wir betonen, wir sind Demokraten. Und wir demonstrieren hier für demokratische Rechte und die rechtsextremen Nazis sind hier unerwünscht. Ein Hinweis, wir haben keinerlei Hinweis, auch die Polizei hat keinerlei Hinweis, dass es hier in Hamburg dazu kommen wird, dass Rechtsextreme hier heute auftauchen werden. Solltet ihr trotzdem den Verdacht haben, dass hier eine Gruppe Rechtsextremer sich untergeschummelt hat, dann aufstehen! Wendet euch an die Ordner. Egal, was hier in irgendwelche ungewöhnlichen Vorkommnisse sind, greift niemals selber ein. Wendet euch an die Ordner. Wir regeln das gemeinsam mit der Polizei. Ja, das war soweit als technische Ansage und ich würde jetzt Katha bitten, hier auf den Wagen zu kommen und die erste Rede zu beginnen. Vielleicht nicht alle, aber viele von uns sind wegen dem
Wir haben ganz Europa gehen heute mehr als 200 Städte Menschen auf die Straße, um gemeinsam gegen ACTA zu protestieren. Denn Internet besteht aus Kommunikation und bringt uns zusammen. Und ich glaube, das ist uns allen ziemlich wichtig. Das kommt an jetzt. Ohne das Internet hätten wir von ACTA erst erfahren, weil das längst nicht. Das Internet ist längst Teil unseres Alltags geworden. Wenn wir kommunizieren, wenn wir uns verabreden, wenn wir uns kennenlernen und wenn wir miteinander teilen. Und auch wenn wir zusammen arbeiten. Das Internet hat sich somit still und langsam in unser Leben gehängt. Und viele von uns werden wahrscheinlich ohne das Internet gar nicht hier. Meine kurze Zwischenfrage: Wer hat aus dem Internet davon erfahren? Bitte mal die Hand schütteln. Das Internet ist längst Teil unserer Gesellschaft geworden, Teil unserer Demokratie, Teil unseres Lebens. Das Internet ist ein öffentlicher Raum, unser digitaler Lebensraum, in dem wir aufwachsen, in dem wir uns weiterentwickeln und in dem wir andere an unserem Leben teilhaben lassen. Egal wie viele analoge Kilometer uns auch trennen, digital sind wir nie voneinander entfernt. Nämlich eine echte, eine wirkliche Chance für die Demokratie, wird weiterhin Politik gemacht, die an unserem Lebensalltag vorbeigeht. Eine Politik, die unverhältnismäßig in unsere Freiheit eingreift und dabei nicht einmal zu begreifen scheint, was sie damit anrichtet. ACTA steht für eine Politik der Intransparenz. Ein Politikstil, der nicht zum digitalen Zeitalter passt. Ein Politikstil, der die Interessen der Bürger konsequent ignoriert und heutzutage einfach nicht mehr tragbar ist. Wie kann es sein, dass diejenigen, auf die dieses Abkommen massiv Auswirkungen haben wird, nicht mit am Verhandlungstisch saßen, als über ACTA geredet wurde? Wie kann es sein, dass Abkommen, die sich gravierend auf unseren digitalen Lebensraum auswirken können, jahrelang vor uns geheim gehalten worden sind? Und was muss passieren, damit die Politik endlich lernt, dass es uns sehr wohl was angeht, wenn an unserem Leben herumgepusht wird, an unserem digitalen Lebensraum? Auch in unseren digitalen Alltag ein. Keiner hat uns gefragt, ob wir dieses Abkommen unterzeichnen möchten. Doch auch ungefragt stehen wir heute hier und sagen gemeinsam Nein zu ACTA. Und gleichzeitig, Leute, stehen mehr als in 200 Orten in ganz Europa Leute wie wir, wie du und ich, im öffentlichen Raum und wiederholen unsere Forderungen, jeder in seiner Sprache. Und das finde ich mehr als beeindruckend. Das hat es so noch nie gegeben. Und das haben wir nicht zuletzt dem Internet zu verdanken. Ich glaube, das Internet kann unsere Gesellschaft zum Guten verändern. Und davon bin ich fest überzeugt. Das geht aber nur, wenn wir das Internet mit seinen Strukturen so erhalten, wie wir es vorgefunden haben. Wenn wir unseren digitalen Lebensraum schützen und bewahren, ihn vor Lobbyisten und kommerziellen Interessen, die in unserem Widerlaufen schützen und nicht zulassen, dass ihre Rechte über unsere gestellt werden. Wir alle wünschen uns ein Internet ohne ACTA, ohne Überwachung, ohne Filter und ohne Zensur. Und solange wir bereit sind, für unsere Rechte auf notfalls auf die Straße zu gehen, werden wir Abkommen wie ACTA auch in Zukunft verhindern können. Es liegt an euch, in Zukunft auch hier zu sein, wenn es um die Zukunft des Internets geht. Und danke, dass ihr hier seid. Das ist total geil. Geil.
Ja, das übergebe ich an Gertrud Albrecht des 90. Jahrhunderts. Anhänger einer offenen und demokratischen Gesellschaft. Liebe Aktivistinnen und Aktivisten für ein freies Internet und für globale Gerechtigkeit. Wir sind hier heute zusammen auf der Straße als Teil einer neuen sozialen Bewegung in Europa. In vielen Hunderten von europäischen Städten finden heute Demonstrationen gegen das geplante ACTA-Abkommen, das Antipiraterie-Abkommen statt. Viele tausend Menschen wollen mit uns zeigen, wer Demokratie und Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit erhalten will, braucht eine kreative und solidarische Gemeinschaft statt Repression. Wir sind eine Bewegung, die deutlich macht, wie wichtig ein freies Internet und der Austausch von Wissen und Informationen für eine funktionierende Demokratie ist. Eine Demokratie, die wir in Europa ganz neu ausgestalten müssen und eine Demokratie, die bei der Aushandlung von ACTA scheinbar längst ausgesetzt war. Dieses Abkommen atmet nicht nur den Geist der Repression, es ist ein antidemokratischer Vorgang. Allein deshalb müssen die Parlamente Europas zu diesem Abkommen Nein sagen. Seit über zwei Jahren schon arbeite ich gemeinsam mit vielen, relativ vielen Kolleginnen und Kollegen im Europäischen Parlament und natürlich auch mit der Bewegung im Internet, mit einigen Organisationen zusammen zum ACTA-Abkommen. Und übrigens in meiner Fraktion arbeiten Grüne und Piraten gemeinsam an diesem Thema. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Beispiel auch auf Landes- und Bundesebene Schule machen könnte. In harten Verhandlungen habe ich 2010 gemeinsam mit einigen Mitstreitern erreicht, dass das Europäische Parlament die Veröffentlichung der Verhandlungsergebnisse zu ACTA eingefordert hat. Seitdem wurde alles getan, dieses Abkommen ins rechte Licht zu rücken, nachdem man es nicht mehr geheim halten konnte. Dabei war der ursprüngliche Anspruch ja gar nicht so falsch, Marken- und Produktpiraterie stärker zu bekämpfen. Denn natürlich ist es falsch, dass ganze Industriezweige und auch Verbraucherinnen und Verbraucher unter gezielten Verbreitung von Fälschungen leiden. Doch es ist völlig absurd, dies in einen Topf mit der Durchsetzung von Urheber- und Patentrechten, insbesondere im Internet, zu werfen. Ja. Ein solches Abkommen ohne Schutzbestimmungen für dringend benötigte Generikamedizin und für Technologietransfer in Entwicklungsländer auszuhandeln. Es ist falsch, dass dieses Abkommen unter Ausschluss der Entwicklungs- und Schwellenländer verhandelt wurde. Und hier kommen wir zu einem zentralen Punkt der Demokratie. Wie kann es sein, dass eine Art der Koalition der Willigen dieses Abkommen gemeinsam möglichst intransparent verhandelt, um dann sozusagen die anderen Länder mit an Bord zu holen, die berechtigte Interessen im Rahmen der WTO immer wieder geäußert haben und deswegen nicht Teil dieser Verhandlungen waren? Was soll Bullshit, Mann? Hier wird die internationale Gemeinschaft aktiv hintergangen, die sich ja bereits in der WTO und in der WIPO auf Regeln geeinigt hat. Aus meiner Sicht zum Teil deutlich falsche Regeln, aber immerhin besser als das, was jetzt ACTA normiert. Nein, liebe Leute, ACTA geht komplett in die falsche Richtung. Dieses Abkommen soll einigen einflussreichen Rechteinhabern zugutekommen, die durch teures Lobbying, jahrelanges Lobbying in Washington und in Brüssel ihre Gewinne steigern wollen. Für die Musik, für die Musikerinnen, für den Künstler, die Autorinnen und den Journalisten bleibt dabei wenig über. Alternative Wege zu einer Stärkung ihrer Position im digitalen Zeitalter sind Fehlanzeige. Wer das will, muss heute und hier ein klares Zeichen setzen. Deshalb sind wir hier und ich freue mich mit Katar wirklich, dass so viele Leute hier sind. Es ist toll, euch zu sehen. Deshalb sind wir hier und fordern die Bundesregierung und die EU-Kommission auf, endlich neue Wege zu gehen. Wege, auf denen die Grund- und Menschenrechte und eine freie und offene
wachsende Gesellschaft gemeinsam mit der Vergütung von Urheberrechten und Urheberinnen und Erfindern zusammengehen und sich nicht gegeneinander ausspielen. Deshalb müssen wir ACTA stoppen. Dieses Abkommen ist falsch. Und ich rufe meine Kolleginnen und Kollegen im Bundestag und im Europaparlament auf: Stopp ACTA! Ja. Wir vom Kastram Schüler Club sind Unterstützer dieser Demonstration, weil wir es wichtig finden, die größte Erfindung des 20. Jahrhunderts gegen die alten Herren einer vereinigten Gesellschaft zu verteidigen. Ja! Wurde von einer Industriesparte, die so groß ist wie die Waschmaschinenindustrie, ein Abkommen gekapert, welches zum Rundumschlag gegen Produktfälschung gedacht war. Also vom Block aus. Wie wir alle erfahren haben, verändert das Internet die Welt. Genauso wie die Eisenbahn damals, wirft das Internet viele Paradigmen des 19. Jahrhunderts über Bord und verändert sowohl die Gesellschaft als auch die Industrie. In der Summe waren diese Veränderungen positiv. Aber es gab dabei auch Industriesparten, die unter diesen Veränderungen zu leiden hatten. Und diese Konzerne bauen nun einen gigantischen Lobbydruck auf und schrecken nicht davor zurück, zum Erhalt ihrer Pfründe die Grundrechte der Bürger massiv zu bestreiten. Und wir sind heute hier, weil wir unsere höchst privaten Daten nicht jedes Mal, wenn wir online gehen, den Franken privaten Unternehmen unterlassen möchten. Die Möglichkeit, dass Bands als Erzeuger von Mediendaten, wie Musik zum Beispiel, direkt auf ihren beiden Webseiten an die großen, an die Konsumenten verkaufen können, marginalisiert normal die großen Labels. Es bedroht die Existenz. Und der Druck, der sich daraus entsteht, ist der Grund, warum wir mit solchen Abkommen hier mit ACTA, mit SOPA und mit BIPA und so einem Scheiß rumschlagen müssen. Für bestimmte Industriesparten den Status quo von gestern festzuschreiben und Fortschritte zu verneinen, als ob er weggehen würde, wenn man sich nur ganz dolle genug wünscht. Wir alle wissen, dass das ungefähr so sinnvoll ist, wie Gesetze gegen die Gravitation zu erlassen, aber das haben einige von denen wirklich noch nicht begriffen. Das Internet ist unser digitaler Lebensraum und wir beziehen unsere Informationen über die Welt aus dem Netz. Internetprovider sind unsere Schnittstellen im virtuellen Raum. Durch ACTA werden unsere Internetprovider vor eine scheinbare Wahl gestellt. Entweder sie haften für die Urheberrechtsverletzung ihrer Kunden oder sie lassen sich zwingen, für den Sheriff der Content-Industrie zu machen. ACTA wird der Content-Industrie eine Macht geben, die teilweise über die Möglichkeit von Polizeikarten hinausgeht. Und übrigens, beim nächsten Zwischenfall werden Sie das nicht lange auf sich sitzen lassen, aber da reden wir dann bei der nächsten Demo, glaube ich, drüber. Die Tackle-Inspection, wie ich das Ganze technisch nenne, wird schwerwiegende Konsequenzen haben. Es bedeutet, dass euer Internetanbieter eure Kommunikation ständig mithören und überwachen muss. Und schauen muss, ob ihr was Böses tut. Das heißt zu Hause, wenn ihr euch mit euren Freunden über das Internet unterhaltet, auf der Arbeit, wenn ihr mit euren Geschäftspartnern über Voice-over-IP telefoniert, oder auch wenn ihr unterwegs seid und euer Handy das neueste Bild von der Demo gegen ACTA auf Facebook hochzuladen oder eine E-Mail zu lesen. Und das alles nur zu prüfen, ob ihr nicht zufällig irgendwie auf den aktuellen neuesten verteilt Internet. Das bedeutet, dass eure Internetanbieter euch vom Internet abklemmen müssen, wenn jemand von der Content-Industrie sagt, er tut böse. Nicht von der Polizei. Die Konsequenzen von eigentlichen Bagatelldelikten wird drastisch sein. Und diejenigen von euch, die einen Job in der Internetindustrie haben, werden wohl beurteilen können, dass sowas quasi ein Berufsverbot ist. Genau!
entstanden ist, muss auf die Straße gehen und dagegen demonstrieren. Undemokratisch und schädlich. Es zementiert ein überkommenes Urheberrechtssystem, verhindert Innovation und schadet Menschen und Gesellschaften auf der ganzen Welt für die Interessen einer vergleichsweise kleinen Industrie. Wir fordern die Bundesregierung auf, sich klar von diesem Vorhaben zu distanzieren und ACTA ein für alle Mal zu stoppen. Ja, und damit werden wir jetzt auch beginnen. Wir ziehen jetzt gleich los. Wie gesagt, über den Jungfernstieg zur Mönckebergstraße und von dort zum Hauptbahnhof. Der Jungfernstieg, da haben wir aber nur die rechte Fahrbahnseite. Ich möchte euch bitten, auf den Gegenverkehr zu achten, nicht in den Gegenverkehr zu laufen. Wir gehen im Jungfernstieg auf der rechten Fahrbahn. Ansonsten möchte ich euch bitten, achtet auf die Ordner, wenn die Ordner euch um etwas bitten, dann kommt denen bitte nach. Die wollen euch nichts Böses, das sind alles liebe, nette Menschen. So, jetzt ziehen wir los und haben hoffentlich eine laute und aktive Demonstration. Verschlossenen Türen züchten sie ein Ungeheuer heran. Der Kopf ist aus Beton. Die tausend Arme dieser Krake winden sich in unser Leben hinein. Und keiner kommt davon, wenn wir nichts tun. ACTA ist ein Monstrum, das die Freiheit untergräbt. ACTA gehört ad acta, damit die Freiheit überlebt. Sie haben Angst vor dem Internet, denn dort wird noch selber gedacht und wirklich was gemacht. Bald sind drei Verleumdungen genug und du wirst abserviert. Das Monster triumphiert, wenn wir nichts tun. ACTA ist ein Monstrum, das die Freiheit untergräbt. ACTA gehört ad acta, damit die Freiheit überlebt. Wir wehren uns gegen diese fiese Krake, gegen Lobbygewalt und Datumspitzelei. Wir kennen unsere Bürgerrechte und wir beschützen sie auch, denn sie machen uns frei, wenn wir was tun. ACTA ist ein Monstrum, das die Freiheit untergräbt. ACTA gehört ad acta, damit die Freiheit überlebt. Für Sicherheit und man kann sehen, dass ihr im Kopf nicht mehr ganz richtig seid. Ich sage das, was ihr nicht hören wollt. Ihr könnt mir nicht den Mund verbieten. Von euch Spinnern lasse ich mich nicht unterkriegen. Ihr habt geheim verhandelt und ich protestiere laut. Wenn ich ehrlich bin, von Anfang an hab ich euch nie vertraut. Wie denn auch? Ihr zeigt mir lieber Dschungelcamps im TV. Ich bin kein Star, doch aus diesem Käfig will ich wieder raus. Auf meinen Wegen sehe ich täglich eure Gitterstäbe. Sie sind transparent, aber trotzdem laufe ich dagegen. Ihr wollt mich halten, doch mein Wille ist zu stark. Ich muss aufschreien, laut sein. Die Stille ist mein Sarg.
Ihr wollt uns gerne scannen und sperren. Wir freuen uns schon, euch kennenzulernen. Wir beben und wir brennen im Kern. Glaubt mir, wir werden uns wehren. Oh. Viva la Revolution, ey, was geht ab da? Ich leg euer Pipa-Popa jetzt ad acta. Ey, mach mal Platz da, ich hab meine Meinung, die kommt frisch aus meinem Kopf und nicht aus eurer Zeitung. Viva la Revolution, ey, was geht ab da? Ich leg euer Pipa-Popa jetzt ad acta. Ey, mach mal Platz da, ich hab meine Meinung, die kommt frisch aus meinem Kopf und nicht aus eurer Zeitung. Ihr wollt manipulieren und über meinen Geist bestimmen. Was ist mein Leben wert, wenn man mir die Freiheit nimmt? Ich will kein Sklave sein, schick die Datenkrake heim. Ihr wollt mich filtern, doch ich bin kein Kaffee und ich sage nein. Das ist meine Melodie, scheiß auf euer Geld. Und ich pfeife auf die Welt voller fliegender Kameras und digitaler Todesstrafe. Es gibt keine Infos, dafür Input in die Coca-Nase. Es scannen sie die Kommunikation und dann kommen sie uns holen. Aber wo bleibt unser Recht? Sorry, aber diese Zeile wurde soeben gelöscht. Ihr wollt uns gerne scannen und sperren. Wir freuen uns schon, euch kennenzulernen. Wir beben und wir brennen im Kern. Glaubt mir, wir werden uns wehren. Oh. Viva la Revolution, ey, was geht ab da? Ich leg euer Pipa-Popa jetzt ad acta. Ey, mach mal Platz da, ich hab meine Meinung, die kommt frisch aus meinem Kopf und nicht aus eurer Zeitung. Viva la Revolution, ey, was geht ab da? Ich leg euer Pipa-Popa jetzt ad acta. Ey, mach mal Platz da, ich hab meine Meinung, die kommt frisch aus meinem Kopf und nicht aus eurer Zeitung. Ich weiß nicht, ob manche Leute keine Mutter haben und keinen Vater haben oder selber nicht mal klein waren und mal auch diese Probleme haben, die wir jetzt alle haben. So, darüber bin ich selbst sehr verwundert. Ich habe keine Frage darauf, was nur los ist. Aber ihr seid schöne Menschen. Danke, dass ihr heute hier seid. Mir ist das irgendwie total egal, was die von mir halten. Ich bin mein eigener Mensch. Viva la Revolution, ey, was geht ab da? Ich leg euer Pipa-Popa jetzt ad acta. Ey, mach mal Platz da, ich hab meine Meinung, die kommt frisch aus meinem Kopf und nicht aus eurer Zeitung. Viva la Revolution, ey, was geht ab da? Ich leg euer Pipa-Popa jetzt ad acta. Ey, mach mal Platz da, ich hab meine Meinung, die kommt frisch aus meinem Kopf und nicht aus eurer Zeitung.